Okay. Kennt der vielleicht auch diese Schuhabdrücke? Nee, wenn das den nicht interessiert, interessiert den das hier bestimmt auch nicht. Okay. Wir können ja aber nochmal hier zur Tür Das gehen. Atelier eines angesehenen Schneiders. Hier wurden Sir Williams Anzüge genäht. Können wir da rein? Abgeschlossen. Mist. Haben wir zufällig den Schlüssel? Nein. Ich habe keine weiteren Fragen. Vielleicht später. Er sieht sehr verängstigt aus. Okay, ja, wenn er sagt später, dann wohl später. So, und jetzt müssen wir wieder hier zur Polizeiwache, oder wie? Sehe ich das? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach. Detective, das wird Ihnen gefallen. Okay, wir mussten hierher. Was ist passiert, Officer? Die Streife, die Sie zu diesem Reporter geschickt haben, ist wieder da. Haben Sie ihn? Leider nicht. Dann sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn haben. Würde Ihnen erst einmal sein Drucker helfen? Er sitzt in der Schutzhaftzelle. Keine schlechte Idee. Was hat er getan? Er wurde verhaftet, weil er sich weigerte, dem Detective die Tür zu öffnen, sodass der Reporter entkam. Was für ein dummer Trick, nicht wahr? Wo kann ich mit ihm reden? Den Gang entlang und dann rechts. Wenn es ihm nichts ausmacht, er teilt sich die Zelle mit einem anderen Verdächtigen. Wir haben im Moment keinen Platz. Nicht weiter schlimm. Also geradeaus und dann rechts. Vielen Dank. Okay, das ist ja mal interessant. Wo geht's hier geradeaus? Ach, da hinten. Ach, da durften wir auch bisher noch gar nicht hin. Mal gucken. Ach, sieht ja interessant aus. Timothy Moore, sag mal, hier mit der Stimme von Ben Affleck. Aber ich glaube, das hier ist der Drucker. Genau, das ist der Drucker. Ich hätte jetzt lieber den Reporter hier, aber sein Kumpel wird mir vielleicht auch helfen. So. Böser Bub. Geheimnis des Fotoblickwinkels lüften. Detective Briscoe, kennen Sie einen Mann namens Nathaniel Forrest? Sollte man meinen, ich arbeite für ihn. Ich habe einige Fragen an Sie. Wenn Sie sie beantworten, können Sie gehen. Sie klopfen auf den falschen Busch. Ich bin kein Polizeispitzel. Vielleicht wissen Sie, dass ich Mr. Forrest gestern am Friedhof kennengelernt habe. Er war so in Eile, dass er seine Kamera vergessen hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Wissen Sie, was mich überrascht hat? Die Fotos in der Zeitung passen nicht zum Blickwinkel der Kamera. Seltsam, nicht wahr? Dann hat er eben noch mehr Fotos gemacht. Das ist normal. Wegen des Lichts und so. Nein, nein, so viel Zeit hatte er nicht. Ich bin sicher, er konnte höchstens eine Aufnahme machen. Und was glauben Sie, was wirklich passiert ist? Falls Sie mich fragen wollen, ich weiß es nicht. Das ist nicht nötig. Es gibt nur eine mögliche Erklärung. Er war als erster dort und spielte mir dann was vor, um mich zum Narren zu halten. So ist es nicht gelaufen. Wie denn dann? Stimmt es denn nicht, dass nur die jüngsten geheimnisvollen Morde ihre Auflage nach oben treiben? Wozu wäre Mr. Forrest fähig, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten? Vielleicht jemanden zu töten und es Sir William anzuhängen? Aber mit Sir Williams Tod endete das goldene Zeitalter. Er muss die Leiche gestohlen und eine ekelhafte Geschichte erfunden haben, dass er noch lebte und mordete. Sie sind ja verrückt. Der Totengräber hat ihn wohl gestört, also hat er ihn erledigt. Aber das Beste hob er bis zum Schluss auf. Der Reporter muss einen zuverlässigen Komplizen gehabt haben. Er hätte das nie alleine gemacht. Ihr Schweigen beweist, wie loyal Sie sind. Es ist ganz klar, dass nur Sie dieser Komplize sein können. Gestehen Sie, für wie viele Morde sind Sie verantwortlich? Für keinen! Das ist doch Unsinn! Um Himmels Willen, ich habe doch keinen umgebracht! Das ist jetzt auch egal. Der Staatsanwalt wird da anderer Meinung sein. Denken Sie mal darüber nach. Ich glaube, ich habe ins Schwarze getroffen. Er scheint über etwas nachzudenken. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Mehr über den Reporter herausfinden. Wie lange arbeiten Sie schon für den Courier? So, seit einigen Jahren. Dann sind Sie und Mr. Forrest befreundet. Ja, das könnte man sagen. Sagen Sie mir, was ist er für ein Mensch? Er scheint ziemlich verrückt zu sein. Oh nein, er weiß genau, was er tut. Ziemlich schlau. Deswegen hat er sie auch verhöhnt. Glaubt er wirklich, was er da schreibt? Über Sir William, meine ich. Ich denke schon. Sprechen Sie darüber? Ja, aber nur über technische Details. Sie sind nicht sehr hilfreich. Hab ich ja gleich gesagt. Ich glaube, er spielt nur mit ihm. Er will mich zum Narren halten, aber ich werde den Köder nicht schlucken.
Tja, genau das denke ich auch. Und jetzt finden wir mal etwas über die Informationsquelle heraus. Ich möchte etwas über die letzte Ausgabe wissen, über den Leitartikel. Wer ist Ihre Quelle? Detective, ich bin nur ein Drucker. Ich tue, was man mir sagt. Wissen Sie, dass ich Sie 2 Jahre ins Gefängnis stecken kann? Der Richter würde nicht mal blinzeln dabei. Warum sollten Sie? Es gibt jede Menge Drucker. Die Zeitungen würden eben woanders gedruckt werden. Das werden wir sehen. Ich statuiere ein Exempel an ihn. Sie werden anstelle der anderen bestraft, vor allem anstelle des Schmierfinken. Das ist nicht fair. Betrachten Sie es als Entschädigung für den Mist, den Sie gedruckt haben. Aber ich weiß nichts, verstehen Sie? Ein sturer Esel. So, dann fragen wir mal den Verdächtigen vernehmen. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wo ist er? Wer? Spielen Sie hier nicht den Dummen. Ach, Nate, meinen Sie? Keine Ahnung. Wissen Sie überhaupt was? Ich bin nur ein Drucker, Sir. Was ich weiß, können Sie in der Zeitung lesen. Punkt. Wie Sie wollen. Sie stellen sich damit selbst ein Bein. Manchmal bedauere ich, dass die Polizei keine Daumenschrauben mehr einsetzt. Tja. Ich hätte jetzt lieber den Reporter hier, aber sein Kumpel wird mir vielleicht auch helfen. Gefangener? Ich habe ihm nichts zu sagen. So. Zeig deine Füße her. Nee, okay. Kennst du das Stoffstück? Nee. Kennst du den Rubin? Nein. Kennst du Sir Williams Tagebuch? Nein. Können wir vielleicht darin was finden? Was ist mit dem Schneider-Atelier? Ja, da ist es. Das Atelier in der Wilson Street. Nur teure Sachen. Ja, das hatten wir schon. Obduktionsbericht. Das Foto zeigen. Nein. Die Krallen. Nein. Den Zigarettenstummel. Nein. Wir nehmen dich unter die Lupe. Okay, geht auch nicht. Ist hier vielleicht was Neues? Ach, was ist das denn? Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Okay. Ein Kreuzzug gegen das Monster. Dann gehen wir mal zurück in den Eingangsbereich. Polizist. Tja. Was sollten wir jetzt machen? Wir gehen nochmal. Vielleicht sollte ich den Drucker aufsuchen und sehen, ob er seine Meinung geändert hat. Er hatte genug Zeit dafür. Ja, okay, dann gehen wir halt nochmal zurück. Detective, haben Sie kurz Zeit? Sie werden es nicht glauben. Der Drucker möchte mit Ihnen reden. Hat er gesagt, warum? Nein, aber er scheint ein Geständnis ablegen zu wollen. Ich gehe gleich zu ihm. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir halt nochmal hinter. Drucker. Geständnis möchten anhören. Möchten Sie mit mir reden? Ja. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Fragen Sie. Wirklich? Woher der Meinungsumschwung? Sie können uns verurteilen, aber wir halten nur die Öffentlichkeit auf dem Laufenden. Wir sind keine Mörder. Das wird sich zeigen. Nate war wirklich vor Ihnen am Friedhof. Jemand hatte ihm früh an diesem Morgen eine Nachricht geschickt. Wahrscheinlich einer seiner Informanten. Er hat überall welche. Nehmen wir das mal an. Als ich kam, musste er so tun, als ob er fotografierte, damit ich mich nicht fragte, wie die Fotos in die Zeitung gelangten. Genau. Wer ist sein Informant? Ich muss das überprüfen. Fragen Sie ihn selbst. Kurz bevor die Streife kam, erhielt er noch eine Nachricht. Na, so ein Zufall, was? Wo ist er hin? Wilson Street. In ein Schneideratelier oder so. Meine Güte, Sie Schwachkopf. Was treiben Sie hier für ein Spiel? Ich war heute dort und sprach mit dem Schneider. Mit ihm war alles in Ordnung. Wenn Sie das sagen, ich sage Ihnen nur, was Nate mir gesagt hat. Das Schneideratelier an der Ecke Wilson Street. Machen Sie mit der Information, was Sie wollen. Warum sollte der Reporter Interesse an dem Schneider haben? Was geht hier vor? So, wieder Notizen machen. Entweder hat er jetzt einen neuen Verdächtigen hinzugefügt.
Nee, der Reporter. Er war ein vielversprechender Kandidat, aber auch ein Blutsauger, der vom Unglück anderer Leute lebte. Ich streiche ihn von der Liste. Okay, was ist mit dem in dem Schneider-Atelier passiert? Der Reporter hat einen Tipp wegen des Schneider-Ateliers bekommen. Ich muss ihm folgen, rasch. So, ja dann. Auf zum Schneider-Atelier. Hast du uns noch was zu erzählen? Okay, dann gehen wir raus. In Windeseile. Zum Schneider-Atelier. Zack. So, was haben wir denn hier? Die Tür. Ist die immer noch verschlossen? Ich kann nichts sehen. Ich muss hineingehen. Immer noch abgeschlossen. Hat der Schneider nicht was von einem Ersatzschlüssel gesagt? Ja, dann dahin. Der Hauptschlüssel müsste hier irgendwo sein, wenn der Schneider nicht gelogen hat. Hat er nicht. Hier ist er. Dankeschön. So, und mit dem Schlüssel können wir uns doch... Ach, wir haben die Taschen hier gerammelt voll. Machen wir jetzt mal das Schneidertürchen auf. Zum Schneiderlein. Das tapfere kleine Schneiderlein. Was mich erwartet. Noch ein Opfer? Oder der Reporter, der mir ins Gesicht lacht? Ich werde es sofort herausfinden. Ich muss nur vorsichtig sein. Dann geh hinein. Zögere nicht. Trau dich. Ach, eine Cutscene. Ach du Scheiße. Zuerst habe ich es nicht kapiert, aber jetzt weiß ich, dass da draußen was vorgeht. Warum sollten sie sonst zwei Leute in eine Zelle mit nur einem Bett stecken? Ich glaube, ich weiß, was als nächstes kommt. Strenges Verhör, schnelle Verhandlung und rasche Fahrt ins Kittchen. Als der Detective kam, dachte ich, er käme meinetwegen. Aber ich lag falsch. Hat den armen Kerl so ausgequetscht, dass der sich fast in die Hosen gemacht hätte. Ich wette, der war noch nie im Bau. Vielleicht könnte ich ein paar Informationen von ihm bekommen. Ich würde zu gern wissen, was hier vor sich geht. So, weiter. Und wir spielen wieder mit Timothy. Mein Hintern schmerzt schon vom langen Sitzen. Alles ist besser als diese endlose Warterei. So, gefangen. Als sie ihn einsperrten, versuchte er, den harten Kerl zu mimen. Aber anscheinend ist ihm bereits klar, wo er ist. Ich nehme an, er hat ziemliche Angst. Das kann natürlich sein. Hey Mann, was hast du gemacht, um dieses Interesse zu verdienen? Ich habe ein Haus ausgeräumt, fast einen alten Knacker umgebracht und niemand schert sich um mich. Kümmer dich um deinen Kram, ich bleibe nicht lang. Ja, das glauben alle, aber die meisten landen doch im Knast. Du weißt gar nichts. Ich drucke nur die Zeitungen, das ist alles. Lass mich in Frieden. Ah, der Herr ist ein ehrlicher Arbeiter. Das ist natürlich was anderes. Verzeihen Sie die Störung, Herr Drucker. Er hat doch im Verhör nicht gleich alles erzählt. Er redet nicht von allein. Der Polizist, der ihn befragt hat, muss etwas über ihn gewusst und ihn damit erpresst haben. Hm. So, was haben wir jetzt noch hier? Gefängnistoilette. Pritsche. Ich verstehe wirklich nicht, warum es nur eine Pritsche für uns beide gibt. Mein Hintern tut weh. Ich muss mich bewegen. Okay, was haben wir hier? Eine Gefängnistoilette. Boah, was für eine luxuriöse Ausstattung. Wenn sie mich in ein normales Gefängnis schicken, muss ich mit einem Eimer auskommen. Das brauche ich jetzt nicht. So, ist das Rohre? Vielleicht könnte ich sie aus der Mauer reißen und eine Pistole basteln. Im Gefängnis weiß man ja nie.
Zwecklos. Das bewegt sich nicht.